schöne Musik zum Einstieg in die heutige Ausgabe von MDR um 4, gespielt vom Meister persönlich, David Garrett. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist, um uns zu erzählen, wie sein Jahr bisher so gelaufen ist. Unter anderem ist ein neues Album entstanden, werden wir nachher auch Musik daraus hören. Mehr dazu dann später. Und dann beschäftigen uns heute auch noch folgende Themen. Und freue mich schon drauf. Das macht Spaß, ich bastel gerne. Und ich kann mir vorstellen, auch mein heutiger Gast ist mit seinen flinken Händen bestimmt ein sehr guter Bastler. Wir werden ja nachher auch noch erleben, zumindest wie er virtuos ein Geschenk einpackt. David Garrett. David Garrett ist ein Geniestreicher. Wenn er seine Violine auspackt, können sämtliche Sänger einpacken. Michael Jackson, Phil Collins, Kurt Cobain. Seine Geige singt alle in Grund und Boden. Das Instrument ist einfach scheiße schwer. Also das muss man einfach so sagen. Das dauert Jahre, bis man das einigermaßen beherrscht. Intonationsmäßig und dann noch virtuos drauf zu werden und auch ein musikalisches Talent zu entwickeln oder auszubauen, das ist einfach unglaublich langwierig. Kein Wunder also, dass er schon mit 4 Jahren begonnen hat, Mops Fidel zu fiedeln. Sein Vater ist schon seit langem Geigenauktionator in Aachen und hat sehr darauf geachtet, dass auch David nichts vergeigt. Es war eine Kindheit im Zeichen der Musik. Nach der Schule wurde stundenlang geübt. Andere lasen Comics, eher Notenhefte von Mozart. Ich befasse mich auch sehr viel mit alten Instrumenten und lese auch sehr viel darüber. Und die Mühe hat sich ausgezahlt. Inzwischen ist er ein Weltstar und kann alles. Klassik und Crossover, was ihm eben gerade Freude bereitet. Und das ist eine Menge. Das Instrument ist so vielseitig, dass ich auch immer ein Stück weit die Abwechslung suche. Zahlreiche Preise hat David Garrett eingestrichen. 8 Echos, den Bambi und die goldene Kamera. Dass sein Herz für Musik schlägt, wissen wir also. Und sonst so, darüber spricht er nicht allzu gerne. Ich hatte mal so die ein oder andere Beziehung, wo das ein richtiges Problem war, dass ich das nicht an die große Glocke gehalten habe, dass ich das Mädel nicht auf den roten Teppich mitgenommen habe. Das ist nie ein gutes Zeichen. Nee. Ein ganz, ganz schlechtes. Insofern bin ich mir jetzt mit der Beziehung, die ich habe, echt wirklich in einer sehr guten, sicheren Lage. Es freut mich natürlich auch, weil die da überhaupt keinen Wert drauf legt. Besonders froh ist er auch über sein neues Album. Zudem ist er morgen zu Gast bei der José Carreras Gala und freut sich jetzt hoffentlich erst einmal auf unsere neugierigen Fragen. Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Das ist ja sowieso das Größte, dass du der Sesamstraße warst. Ich wollte sagen, alles davor können wir vergessen. Ja. Das war die Auszeichnung, die ich immer haben wollte. Das ist wirklich schön. Ein Ritterschlag, wie ein Ritterschlag für einen Künstler, oder? Das ist wirklich. Es ist Wahnsinn. Viele da draußen denken vielleicht, wir machen jetzt Spaß, aber das ist schon da eine Einladung zu bekommen. Vor allem, weil das natürlich auch viel Kindheit auch hochbringt und ich kenne ja selber auch meine großen Idole wie Itzhak Perlman und so weiter, mit dem ich gearbeitet habe. Die haben ja auch Sesamstraße in den USA gemacht. Und das ist schon eine schöne Sache. Wobei, wenn man dich gerade so als kleinen, ganz jungen David Garrett gesehen hat, da hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass du über Sesamstraße gucken wolltest. Ich habe es trotzdem zwischendurch mal gemacht. Ja? Das ist schon Wahnsinn, dieser Unterschied, wie man dich damals gesehen hat. Ja. Ich kenne mich selber auch nicht wieder. Ja, da muss es ja mal irgendwann zumindest so einen optischen Quantensprung gegeben haben, oder? Ich habe erst angefangen, ein bisschen mehr zu essen. Erstmal 1,80, 30 Kilogramm. Sagen wir es mal so, ich glaube, in der Pubertät bin ich sehr, sehr schnell hochgeschossen und habe dann so viel geübt, dass Nahrungsaufnahme wahrscheinlich sekundär war. Ja. Und mittlerweile dann auch ein bisschen Sport zwischendurch. Und dann verändert man sich natürlich auch klamottentechnisch. Auch nach New York zu ziehen, da so die ersten eigenen Eindrücke, was Mode angeht, auch zu haben und mal selber shoppen zu gehen, das war schon schön. Ja, ja, aber das ist wirklich schon eine unfassbare Metamorphose, die du da durchgemacht hast, so vom, sag ich mal, strebsamen, mit Scheitel da und dann jetzt so dieser Frauenschwarm, der du ja seit vielen Jahren bist.
New York ist ein gutes Stichwort. Viele Dinge konntest du in diesem Jahr genauso wenig machen, wie andere Leute sich auch auf vieles, ja, bei vielen Sachen beschränken mussten. Du hast eine Wohnung noch in New York, du warst wahrscheinlich auch schon lange nicht mehr da jetzt, ne? Seit Januar diesen Jahres, ja. Also ich könnte zwar jetzt das Risiko eingehen, darüber zu fliegen, also jetzt auch in den letzten paar Monaten, wollte allerdings, momentan ist alles so unsicher, was die Bestimmungen angeht, reisetechnisch, jetzt vor 2-3 Monaten rüber zu fliegen für 1-2 Wochen, wie ich das früher manchmal gemacht habe, war mir einfach zu riskant, weil dann sitzt du plötzlich da irgendwie 2 Monate fest, kannst da nicht mehr rüber. Das ist es, Gott sei Dank ist nicht passiert, aber hätte sein können und das wollte ich nicht riskieren. Aber als ich dich vorhin vor der Sendung getroffen habe, war ich sehr froh, weil ich gemerkt habe, du bist trotz allem irgendwie positiv. Also du hast ein Lächeln auf, ich weiß, auch für dich ist es schwer gewesen, für viele Leute, die für dich arbeiten. Aber du lässt dir jetzt die Laune nicht direkt so vermiesen. Nein, ich bin ja wirklich in einer tollen Situation. Das ist, glaube ich, Leiden auf hohem Niveau manchmal. Aber es gibt natürlich Menschen, da macht man sich natürlich auch sehr viele Sorgen, weil die halt nicht das finanzielle Polster haben. Dann versuche ich natürlich da auch engen Kontakt zu meinem Team zu haben, eventuell auch ein bisschen auszuhelfen, wenn es wirklich notwendig ist. Aber wie gesagt, ich glaube, wir sind in einer sehr, sehr guten Situation jetzt auch, was die Zukunft angeht, was das nächste Jahr angeht. Es wird sicherlich nicht so schnell gehen, wie wir es hoffen, aber es wird in die richtige Richtung gehen und ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir dann auch im nächsten Jahr wieder Konzerte haben werden, Restaurants so oder so. Das wird alles wieder eine gewisse Normalität auch einkehren und ich glaube, wir wünschen uns das alle auch. Das tun wir auf jeden Fall und ich finde es gut, wenn man einfach jetzt mal auch so ein bisschen so eine Hoffnung wieder versprüht, so eine positive Stimmung irgendwie. Ich habe aber das Gefühl momentan, dass da jetzt auch bei vielen dann jetzt auch wieder Hoffnung und Mut irgendwie kommt. Ich meine, es kann ja sich nur um ein paar Wochen handeln, bis zumindest Risikogruppen die Möglichkeit haben, sich zu impfen und auch eine gewisse Sicherheit zu haben. Und ich glaube, dann geht natürlich das normale Leben dann peu à peu wieder einher damit. Ja. Du hast auf jeden Fall diese sehr, sehr ungewöhnliche Zeit auch genutzt. Unter anderem ist in dieser Zeit das Album, was, glaube ich, sowieso geplant war, aber da hattest du doch wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit als... Plötzlich, anstatt 4 Wochen im Studio, habe ich 2,5 Monate einfach mir Zeit genommen. Ja, warum auch nicht? Das ist dabei rausgekommen. Ja. Liebe Zuschauer, ich zeige Ihnen mal das Album. Ja. Alive. Ja, was schön war natürlich dann auch, plötzlich haben wir ein Doppelalbum gemacht, weil was willst du anderes tun? Also ich hätte natürlich nach 4 Wochen sagen können, okay, jetzt war nicht mehr Zeit geplant, jetzt setze ich mich auf die Couch zu Hause und gucke mir die Nachrichten 24 Stunden lang an. Aber dann haben wir gesagt, nee, komm, wir nehmen einfach so viel auf oder nehmen das auf, wo wir Spaß haben. Und ein schöner Moment eigentlich als Künstler, weil normalerweise du auch eine sehr strikte Timeline hast und dann nach 4 Wochen kommt dann die nächste Tour. In diesem Fall eigentlich eine schöne Geschichte, weil man wirklich diese Zeit auch hat nutzen können. Wenn Sie Fragen haben an David Garrett, liebe Zuschauer, und Sie landen hier im Studio, Sie kennen das Prozedere, bekommen Sie ein Exemplar. My Soundtrack ist der Untertitel. Das heißt, das sind alles Songs, die dir was bedeuten? Ne? Mit Sicherheit. Das ist aber normal. Ich glaube, jeder Künstler nimmt natürlich Sachen auf, die persönlichen Bezug zum Leben haben. My Soundtrack ist der Untertitel eher, weil die Musik, die auf dem Album drauf ist, schon in gewisser Weise entweder mit Film, mit Gaming zu tun hat oder mit Netflix. Also all das, was ich gerne gucke, was ich auch als tollen Soundtrack empfinde. Das kann zum Beispiel Tetris, jeder, der es gespielt hat, erinnert sich noch, haben wir so ein bisschen eine Rhapsody draus gemacht, so ein bisschen ungarisch angehaucht. Also ich habe da viel Spaß mit gehabt, auch viel experimentiert, aber es halt in die Richtung Soundtrack. Wir hören uns mal 3 Songs an und liebe Zuschauer, ich sage Ihnen mal kurz vorweg, beim 3. achten Sie mal ganz genau zum einen drauf, wer da im Hintergrund noch mitspielt und vor allen Dingen auch so ein bisschen, wie sich das, was neben der Geige zu hören ist, so anhört. Sehr interessant.
Plötzlich waren sie alle weg. Ja. Happy von Pharrell Williams. Und das Besondere, erzähl selber, das ist wirklich spektakulär für mich. Grundsätzlich haben wir aus der Not eine Tugend gemacht, war schon alles aufgenommen. Ich finde die Nummer Knaller und ich wollte noch so ein Stück haben, was auch wirklich Good Vibes auch beim Album rüberbringt. Und wie gesagt, war keiner mehr im Studio, ich mit Frank alleine. Und dann kommt man natürlich auf die Idee, komm, dann lass uns versuchen, alle Spuren, all die Drums und Percussion-Elemente halt auf dem Instrument zu machen. Dann hören wir, fällt schon alles runter. Dann hören wir uns natürlich auch so eine Conga irgendwie an. Wie kann man die nachmachen? Dann nimmst du das halt irgendwie auf. Oder auch mit Body Percussion, eine Kickdrum, ne? Mikrofon direkt dran, ein bisschen aufdrehen natürlich die, den Bass und dann hast du praktisch mit 18 Spuren eigentlich das gesamte Gerüst und dann spielst du halt die Melodie on top. Ne? Das ist ja, dann machst du die anderen und das geht natürlich dann irgendwie, legst du die Spuren drüber und dann hast du plötzlich den gesamten Track und Corona-konform, sage ich nur. Also jetzt, wo du das so erklärst, ist es natürlich total einfach. Aber klasse. Was alles möglich ist. Ja, vor allen Dingen, man findet das toll. Und dann, ich habe das dann nur in einem Interview gelesen, dass das so produziert worden ist. Und da habe ich nochmal angehört. Jetzt höre ich es auch, weil es ja so perfekt klang. Ne? Ja, also ich glaube, es ist ja natürlich auch der Anspruch, wenn du die CD reintust und das hörst, dass du jetzt nicht sagst, ach, wo ist denn jetzt die Band? Und irgendwie, das hört sich alles merkwürdig an. Im Endeffekt versucht man das natürlich so nah wie möglich an den Sound und ans Ohr irgendwie ranzubekommen, wie man es sich vorstellen würde mit einem normalen Ensemble. Aber ist ja auch spannend, wenn man das halt irgendwie ganz anders hinbekommt. Ja, klar. Ja. Also sehr gespannt bestimmt auf dein Album, sind auch deine vielen Fans, die natürlich hier schon wieder Schlange stehen telefonisch. Herr Hörnig aus Dresden, du hast auch mal eine ganz interessante Frage. Hallo, Herr Hörnig. Hallo, Herr Gerrit. Hallo. Herr Immer, hallo. Ich möchte Ihnen eine Frage stellen. Und zwar ist es mir auch mit 53 Jahren noch möglich, ein Musikinstrument zu erlernen und dieses dann auch spielen zu können? Ich glaube, das ist alles möglich. Ich muss fairerweise sagen, dass wahrscheinlich, wenn es, kommt ein bisschen drauf an, was für ein Instrument. Bei der Geige. Und zwar geht das da um ein Klavier. Klavier ist ein gutes Instrument, absolut. Ich kenne viele Leute, die relativ spät angefangen haben, auch im hohen Alter, teilweise auch autodidaktisch sich das beigebracht haben. Ich glaube, natürlich muss man da Zeit aufwenden. Allerdings, das ist alles möglich. Die Geige gehört zu den Instrumenten, wo unglaublich viel Feinmotorik, gerade mit der Intonation. Ich habe es noch nicht erlebt, dass es in dem Alter funktioniert, aber man kann alles machen. Mittlerweile glaube ich, das geht auch mit 70, wenn man genug Liebe damit hat. Herr Hörnig, vielen Dank. Viel Spaß beim Klavierlernen. Wir schicken Ihnen das Album zu. Drück die Daumen. Dankeschön und wünsche Ihnen einen angenehmen Advent ins Studio und lassen Sie sich so richtig gut gehen. Selbe auch zurück. Danke für den Anruf. Danke. Ciao. Ich bin ein bisschen irritiert, dass es jetzt schon hat. Kann man mit 53 noch ein Instrument? 53 ist doch noch jung, oder? Du hast absolut recht. Das war ja seine du Frage. Du hast absolut recht. Aber es ist doch auch schön zu wissen, dass auch in dem Alter irgendwie noch die Euphorie für etwas da ist und man etwas erlernen möchte. Ich habe gelesen, dass du machst ja viel Charity, also karitative Projekte. Unter anderem hast du für eine Institution, hast du jetzt neulich Unterrichtsstunden versteigert. Ich wusste nicht mehr, was ich versteigern soll. Ich mache das ja schon seit sehr vielen Jahren und ich denke immer irgendwie, Karten für Konzerte ist ja irgendwie dann auch irgendwie Bullshit, ist zwar nett, aber im Endeffekt sieht das immer aus, der will ja nur Promo machen. Und dann denke ich manchmal, was kann man irgendwie, eine Unterhose von mir finde ich auch bescheuert, obwohl wahrscheinlich jemand dafür Geld zahlen würde, ist eine verrückte Welt. Dann denke ich immer, was kann man irgendwie machen, was interessant ist, was mich auch irgendwie so aussehen lässt, als wenn ich, wie es auch ist, Interesse an der ganzen Geschichte habe. Und ich dachte, eine Unterrichtsstunde ist doch eigentlich eine schöne Sache, weil ich das noch nie gemacht habe und ich sehr, sehr gerne unterrichte. Ach, das war nämlich die Frage gewesen. Es gibt ja Leute, die etwas so wahnsinnig gut können, aber sagen, ich kann es aber nicht anderen Leuten beibringen. Dann wäre ich wahnsinnig. Ja, ich bin Gott sei Dank ein geduldiger Mensch und ich finde, das ist ja auch immer, wenn man unterrichtet, lernt man ja meistens mehr als Lehrer, als der Schüler. Das ist gar nicht so uninteressant. Du hast ja auch immer wieder so Begegnungen mit anderen Künstlern, die sicherlich auch sehr befruchtend sind, künstlerisch. Ja. Du hast zum Beispiel jetzt ein neues Projekt. Ich glaube, am Freitag erscheint ein neuer Song, der zusammen entstanden ist mit Till Lindemann, auch bekannt als Sänger der Gruppe Rammstein. Ja. Und dafür gab es, da müssen wir mal ein lustiges Bild zeigen, das war ein Fototermin, der, glaube ich, da in Zürich. Nein, das ist einfach Backstage, also was heißt Backstage, das ist bei den Aufnahmen von dem Videodreh entstanden. Okay.
Und, coole Frisur übrigens. Ja, die haben sie mir ein bisschen hochtopiert und ein bisschen schwarz gemacht. Und sieht man plötzlich wie ein anderer Mensch aus. Aber fürs Video war es perfekt. Alle Tage ist kein Sonntag, heißt der Song. Ja. Ein ganz, sag mal, alter Schlager eigentlich. Mhm. Ne? Das, wie kam der auf die Idee? Naja, sagen wir so, ich glaube, wir haben alle ein bisschen mehr Zeit gehabt über dieses Jahr. Mhm. Ich kenne Till seit ein paar Jahren schon sehr gut. Und über den Sommer haben wir uns kurz getroffen und viel, viel Musik gehört. Und irgendwann mal kamen wir auf den Namen Richard Tauber. Mhm. Ganz kurz Hintergrundinformation. Ich bin ein Riesenfan von Richard Tauber, war ein großer deutscher Tenor in den 20er, 30er Jahren. Und Till ist das auch. Mhm. Über diese Parallele, dass wir beide Fans sind, kamen wir auf den Titel Alle Tage ist kein Sonntag. Und ich sag, warum nicht? Ne? Es ist ja doch mal was anderes, die Kombi. Da können wir ja gleich mal bei so einer kleinen Zeitreise bleiben. Und zwar bei einer, die mit dir zu tun hat. Wir haben was gefunden bei uns in unserem Archiv. Und zwar einen ganz alten Fernsehbeitrag von den Kollegen des Westdeutschen Rundfunks. Spiel im Jahre 1998. Es ging da um die Versteigerung einer Stradivari. Ja. Und das war bei deinem Vater im Auktionshaus. Und da trittst auch du in Erscheinung. Tatsache. Ja. Lass ich mich mal überraschen. Kein Himmel, aber Tische voller Geigen, auch für kleinere Geldbeutel. Doch das Highlight des Tages ist die Stradivari. Nur äußerst selten kommt so ein Juwel in den Privathandel. Es sind schon einzigartige Instrumente und sie sind schon jeden Pfennig wert. Stradivari. 14 Uhr, Spannung beim Auktionator vorm vollbesetzten Kunsthaus Lempertz. Wer wird die Geige, von deren Bauart es noch etwa 500 auf der Welt gibt, wohl ersteigern? Wer hat so viel Leidenschaft und Geld, um ein so kleines Instrument des italienischen Geigenbauers Antonio Stradivari kaufen zu können? 1 Million am Telefon. 1,05. 1,05 in der zweiten Reihe. Ist noch jemand dabei? 2 Millionen am Telefon. Zum ersten. Zum zweiten. Niemand mehr dabei. Zum ersten. Zum zweiten. Und zum... Für alle Fotografen... Dritten, 2 Millionen. Herzlichen Glückwunsch. Glücklicher neuer Besitzer ist André Rieu, der als Walzerkönig weltbekannt wurde. 2 Millionen plus Mehrwertsteuer ist er nun ärmer. Doch dafür nennt er einen Mythos sein eigen. Das klingt jetzt viel, ne? Aber wir reden von D-Mark. Das ist wahnsinnig viel Geld. Ich konnte es mir auch damals nicht mal im Traum vorstellen, sowas mir leisten zu können. Das muss man auch fairerweise sagen. Aber ich glaube, es gibt auch noch mittlerweile teurere Geigen, ne? Naja, der Markt hat sich natürlich wie bei vielen Märkten, was Kunst angeht, ist einfach explodiert. Also ich weiß, dass vor 4 Jahren eine Stradivari in London 17 Millionen Euro gebracht hat. Also das sind jetzt so Preise, wo du denkst, also da könnte ich mir auch die Finger mein Leben lang Wunsch spielen. Da will ich auch nicht hinkommen. Ich habe Gott sei Dank im richtigen Moment eine schöne Stradivari gefunden vor 10 Jahren. Zu dem Preis-Leistungs-Verhältnis, das damals auch utopisch war, aber halt nicht schon neunstellig. Ist das dann vor allen Dingen, ist das jetzt so ein Sammlerobjekt, weil es halt nur eine gewisse Anzahl gibt? Oder sind die wirklich vom Klang auch so einzigartig, dass man die unbedingt haben muss? Also natürlich ist die Verarbeitung großartig, der Klang ist toll, das ist außer Frage. Allerdings, wie mit allem im Leben, wenn es so wenig gibt und es nicht mehr nachproduziert werden kann, dann ist das einfach eine Wertanlage für viele, die Wertanlagen suchen in einer Zeit, wo man natürlich versucht, sein Geld so anzulegen, dass man eine gute Rendite hat. Also ich kenne viele Sammler, die selber auch kein Instrument spielen, die das allerdings ganz knallhart oder Banken teilweise auch als Wertanlage sehen. Tatsächlich? Oh ja. Krass. Aber das ist jetzt keine Stradivari hier, oder? Ich habe die mal heute zu Hause gelassen, aber das ist auch eine sehr schöne Geige. Ja. Die Stradivari liegt schön im Safe jetzt erstmal. Zu Weihnachten wird die wieder ausgepackt. Weil ich das natürlich auch wieder fasziniert hat, wie du mit 18 warst du da ja natürlich schon ein wahnsinnig guter Geiger. Was hattest du damals für Ziele? Hast du dich noch erinnern? Wolltest du so eine Karriere machen, wie du letztendlich gemacht hast? Oder hattest du noch gar keine Pläne? Naja, ich wusste, dass ich schon gut mit dem Instrument umgehen kann. Allerdings war für mich damals das Spielen nur das Wichtigste und nicht das Musizieren. Und ich weiß, dass mir damals ein Stück weit Selbstbewusstsein gefehlt hat, weil ich diese Allgemeinbildung, die man in der Musik auch als Instrumentalist braucht, zu wissen, wie ist eine Komposition aufgebaut, wie lese ich eine Partitur,
viel Kammermusik spielen, zuhören, weil es geht nicht um nur das, was du machst, sondern du musst reagieren auf das, was andere Musiker auch in dem Moment auf der Bühne machen. Diese kleinen Nuancen, natürlich auch Theorie, Musiktheorie, all diese kleinen Dinge, die einen wirklich dann auch zu einem guten Musiker machen und nicht nur einen Geiger, der irgendwie schnell spielt oder gut spielt. Weil im Endeffekt, du kannst so schnell spielen, wie du möchtest, wenn es nicht das Herz trifft und wenn du keine Aussage hast, dann ist es uninteressant. Ja. Und das hat mir damals gefehlt, das Selbstbewusstsein. Ich wusste, da fehlt was. Und deswegen habe ich damals auch den Schritt, nach New York zu gehen, bewusst gewählt, war auch richtig zu der Zeit, um einfach dieses Allgemeinwissen als Musiker mit beiden Beinen im Leben zu stehen und auch zu wissen, was man damit macht. Ja. Wir gehen noch mal ans Telefon, weil die Frau Ehlert, finde ich, hat eine Frage, die dazu ganz gut passt. Hallo, Frau Ehlert. Schönen guten Tag ins Studio. Ich habe mal eine Frage. Mhm. An welchem spektakulären Ort würden Sie gerne mal spielen? Ich habe in meinem Leben schon viele schöne Orte gehabt. Also Royal Albert Hall zum Beispiel ist fantastisch. Also hier, es ist für Carnegie in New York, auch große Ehre in Berlin, die Philharmonie, auch akustisch großartig. Ich hatte letztes Jahr die Möglichkeit, in Verona, in Teatro de Verona zu spielen. Das ist so ein altes Amphitheater, was noch zu Römerzeiten, wo die Gladiatoren drin gekämpft haben. Also es gibt sicherlich noch den ein oder anderen Ort, den ich gerne mal machen würde. Mir fällt aber jetzt nicht so der Ort an, wo ich sage, Sydney, Opernhaus. Habe ich noch nicht gespielt. Ist ja wirklich ein, das kennt ja jeder. Und das ist noch auf der Things-to-Do-Liste. Aber da kann man ja selbst nicht so wahnsinnig viel machen, also sich irgendwie so proaktiv bewerben. Da muss man warten, dass ein entsprechendes Angebot mal kommt, oder? Naja, ich hätte schon, ich glaube, dieses Jahr oder letztes Jahr spielen sollen dort. Und irgendwas hat da nicht funktioniert. Ja. Insofern, ich hoffe, dass das wird schon irgendwie in der nahen oder fernen Zukunft noch möglich ist. Geige spielen kann man ja lange, ne? Das ein bisschen wie Golf, oder? Ist ein bisschen wie Golf. Allerdings, man sollte gucken, dass man mit dem Körper gut umgeht. Ja. Weil die Konzerte, die ich ja normalerweise mache, die gehen dann halt über 2 Stunden. Und da sollte man jetzt nicht den Körper vernachlässigen. Das ist auch schon Kraft. Du hast ja mal ein Problem mit der Bandscheibe, glaube ich, ne? Aber ist wieder alles okay soweit? Zu viel Bankdrücken gemacht zu Hause. Frau Ehlert, übrigens vielen Dank für Ihre Frage. Sie bekommen das aktuelle Album von David Garrett zugeschickt. Alles klar. Schöne Woche noch. Danke. Ihnen auch. Ciao. Tschüss. So, dann frage ich noch von Herrn Lüttke die Frage. Den stelle ich zwar nicht rein, weil wir die Zeit nicht haben, aber Sie kriegen auch das Album. Herr Lüttke, der fragt, wie viele Geigen hast du und wie viele werden überhaupt bespielt? Also gibt es so eine Art Sammlung? Eine kleine Sammlung, einfach nur, weil ich kenne mich mit dem Metier gut aus. Ja. Auch über meinen Papa natürlich bin ich da so reingewachsen. Ich weiß natürlich auch, ob es ein gutes Instrument ist, ob der Preis auch in Ordnung ist. Und wenn ich natürlich irgendwie Geld übrig gehabt habe, war ich nie der Mensch, der gesagt hat, ich mache mir ein Sparkonto und lege das da aufs Sparkonto. War nie meine Einstellung. Mhm. Und deswegen habe ich über die letzten 10-12 Jahre immer zwischendurch eine Geige auch gekauft. Natürlich jetzt nicht irgendwie 10 Stradivaris, also das Schönste und mein Liebstes ist natürlich die Stradivari, aber kleinere Instrumente zu Hause, vielleicht 4-5 gute Geigen, aber natürlich weit entfernt von den Preisen. Ich hoffe, es ist noch Platz für ein weiteres, ich sage mal, Musikinstrument. Du kriegst jetzt nämlich ein Geschenk. Ich darf es dir schon mal geben. Du kannst ja erstmal mit dem Auspacken. Wir gucken uns mal an. Das hat gestern Schauspielerin Elena Uhlich für dich ausgesucht und eingepackt. Also sie hatte sehr viel Spaß dabei. Also da hat sie sich richtig, ja gut, Mühe gegeben. Ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck. Es ist aber mit viel Gefühl. Und wir haben damals da gestern besprochen, dass du es wahrscheinlich gar nicht auspacken musst, sondern allein, wenn du es ein bisschen schüttelst, kannst du schon. Ich habe schon kurz Kuhglocke. Oder? Ach so, hast du, ja. Ist das eine Kuhglocke? Ja, genau. Ja. Das ist das geübte Ohr. Ja, siehst du. Aber da kann man auch, es gibt Leute, die virtuos mit Kuhglocken Musik machen. Ne? Also. Das ist ja. Wenn ich das beim Spielen anziehe, dann kommt aber keiner mehr zum Konzert. Nee, aber wissen zumindest mal alle, wo du bist. So, komm, David, jetzt würde ich dich bitten, dass du auch noch ein Geschenk einpackst bei unserem MDR UM4 Schrottwichteln. Das machen wir gerne. Und zwar für eine auch gute Freundin des Hauses, und zwar für Katrin Weber, die fantastische Entertainerin, Sängerin und überhaupt, die kann eigentlich auch fast Ich habe vorher schon kurz drüber geguckt. Hast du mir was ausgesucht? Guck mal, das ist die Katrin, die ist morgen bei uns. Für die wirst du das einpacken. Sehr gut. Und die ist wirklich eine Frau mit sehr vielen Gesichtern und einer tollen Stimme. Ach, ich muss hier rüber, ne? Zack. Ja. So, okay.
Du hast ja schon was ausgesucht. Ich habe mir schon was ausgesucht, ja? Weil es gibt ja gewisse Dinge, davon kann man nicht genug haben. Ja, hab ich mal gespannt. Das Erste, was mir ins Auge gefallen ist, sind diese Kork-Untersetzer. Ja. Weil ich kenne das Problem auch von zu Hause. Man hat sich ein Gläschen Wein gemacht, legt das Glas ab und dann am nächsten Morgen blöder Fleck auf dem Holz. Ärgerlich. Insofern war das natürlich jetzt die Idee. Ich hoffe, ich nehme es jetzt nicht vorweg oder sie guckt es nicht. Weil Ist es ja jetzt keine Überraschung. Nee, soll ich das jetzt zusammenpacken? Ja, das wäre nett, genau. Aber ich weiß genau, was du meinst. Ne? Das ist zwar, so Untersätze haben zwar eigentlich auch immer so ein bisschen was leicht Spießiges, aber wenn man so einen Rand auf einem Holztisch hat, das ist echt nervig. Ich habe übrigens neulich mal gehört, den Tipp gekriegt, und habe es auch direkt bei unserem Holztisch ausprobiert, dass man den auch sehr gut mit so einfach mit Olivenöl einschmieren kann. Das könnte man wahrscheinlich machen. Ja. Magst du den Geruch von Olivenöl auf Holz? Ich würde das wahrscheinlich irgendwie ein bisschen irritieren. Das ging aber, ich habe es mal probiert, kommt überhaupt das Öl drauf. Ja, also ich bin da schon eher Fan von Coasters, die haben schon ihre Berechtigung und ich finde, ich mag das ja auch bei Gästen nicht, wenn die sehen, dass es da ist und legen das Glas dann trotzdem daneben ab. Also das ist ja für mich schon irgendwie... Kriegst du einen Hals, ne? Nein, Hals nicht, aber dann denke ich, ich finde, das gehört ja auch ein bisschen mit dazu, dass man dann auch so mitdenkt. Also ich finde, könnte schlimmer sein, oder? Ich würde sagen, also es ist jetzt aber auch normalerweise ein bisschen... Wenn ich der Katrin Weber erzähle morgen, dass David Garrett dieses Geschenk eingepackt hat, die würde das gar nicht auspacken wollen. Das ist gar nicht so schlecht. Das ist so jetzt viel mehr wert als ausgepackt, würde ich mal sagen. Ne? Ah. Das sowieso. Also, Schleifchen oder so? Ich bin ja da ambitioniert, wenn es um solche Sachen geht. Aber ich sehe leider... Guck mal hier. Sehr gut. Hast du schon mal Weihnachtsgeschenke? Wie viel Zeit habt ihr denn? Nimm dir jede Zeit, die du willst. Das war ja immer so mein Traumjob, Geschenke zusammenpacken. Ja? Ehrlich? Nein. Hast du schon welche gekauft und verpackt? Bis jetzt noch nicht, aber ich weiß zumindest, was ich holen möchte. Ja? Ich finde die innere Mappe im Kopf, was man einkaufen möchte, ist... Jetzt bräuchte ich einen Finger von dir, aber soll ich mit mal? Abstand. Ja, müssen wir hier so... Wir machen das Corona-konform. Ich habe zumindest schon mal eine Liste und was ich holen möchte. Ja. Und also das habe ich irgendwo mal gesehen im Fernsehen. Ich weiß, ob das auch jetzt irgendwie funktioniert. Hier, zack, nein. So halb. Guck mal, ist ein bisschen was schon abgeflogen. Ja. Ich beneide ja mal Leute, die sich übers Jahr immer so merken können, was sich andere Leute wünschen und sich dann Weihnachten auch tatsächlich noch dran erinnern. Bei mir nie. Wenn ich aufhören soll, sagst du Bescheid. Also ich finde das super. Ich bin, wie gesagt, könnte stundenlang zugucken. Also, mach es einfach mal zu Ende, David. Ich sag mal, vielen, vielen Dank auch schon mal, dass du heute da warst. Morgen auf jeden Fall, liebe Zuschauer, José Carreras Gala. Oh, absolut. Unbedingt einschalten. Wird eine tolle Sendung. Ich bin gerade von den Proben schon gekommen. Was machst du denn? Ich spiele zwei Stücke. Ich will jetzt nicht verraten, was. Okay. Aber es ist, eine tolle Sendung, tolles Line-up, ganz, ganz wichtige Sendung. Und auch ein toller, guter Zweck, großartige Projekte. Ja. Ist natürlich... schwierig, sich manche Sachen anzugucken. Mhm. Aber ich finde, man sollte auch im Leben immer auch die Realität auch dessen sich bewusst werden, was eigentlich auch manchmal da draußen wirklich für Scheiße passiert. Ja. Und wie Kinder das irgendwie dann auch mit so viel Mut und Energie dann auch durchziehen und durchleben. Und ich finde, das ist es wirklich wert, da mal einzuschalten. Unbedingt. Also auch von meiner Seite, auch liebe Zuschauer, das unbedingt ganz doll markieren. Im Fernsehmagazin morgen Abend, also José Carreras Gala, da muss man sich einfach mal drauf einlassen. Das ist wunderschön und sehr, sehr, sehr viel Gefühl und Herz. Und du bist mit dabei. Vielen Dank, dass du heute hier warst. War sehr schön, wie immer. Dankeschön, hat mich gefreut, Peter. David Garrett, meine Damen und Herren. Und jetzt schauen wir rüber zu Michaela Koschak, die zeigt uns, dass es 40 Grad war.